China kann man nicht aus dem Fokus lassen, wenn man diese Betrachtung vornimmt. Wir wissen, China ist der größte Käufer von Eisenerzen, will sich dort zunehmend selbstständig auch machen, will also nicht abhängig sein vom Weltmarkt. Und ich glaube, das ist die große Lektion, die wir gerade lernen, dass der Weltmarkt, der freie Markt, die unsichtbare Hand des Marktes, Adam Smith lässt grüßen, irgendwann spätes 18. Jahrhundert, ja, das funktioniert bei vielen Gütern nicht. Die Theoretiker wissen es auch seit langem, Marktversagen ist eher die Regel als die Ausnahme. Es wird zwar immer so getan, als wäre das nicht so seitens der Politik häufig, aber es ist eben so. Und das ist bei strategischen Rohstoffen zunehmend der Fall. Ja, wir haben dort Marktversagen, sprich es gibt auf der einen Seite extreme Volatilitäten durch Spekulation, die mit Angebot und Nachfrage und Gleichgewichtspreis überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das ist die kurzfristige Geschichte. Die mittelfristige Geschichte, die uns aber jetzt schon ab diesem und spätestens im nächsten Jahr einholt, ist einfach, dass wir selbst uns Monopole geschaffen haben, beispielsweise in Form des Anbieters Chinas für seltene Erden, aber auch andere Stoffe. Und dieses Land eben aus Eigeninteresse, natürlich mit gutem Recht, sagt, wir brauchen es jetzt selber und wir geben es nicht mehr her oder wir geben es deutlich in geringeren Mengen her. Und dann haben wir einen Versorgungsengpass, weil die Minen, die es sonst noch auf der Welt gibt, halt entweder nicht zugreifbar sind. Ja, da müssten wir 100.000 UN-Soldaten in den Kongo schicken, dann sähe es besser aus. Aber ich glaube, da sind schon 100.000 in der Ecke. Also da haben wir ein Problem. Oder aber, dass wir bestehende Minen und neue Vorkommen erschließen müssen, was bekanntlich viele Jahre dauern kann, 5 bis 10 Jahre dauern kann. Und viele der projektierten Unternehmungen, die dort erfolgen, das sind ja durchaus in die Hunderte gehende Erschließungsvorkommen, 5% werden davon realisiert. Es dauert Jahre, man braucht teilweise sehr, sehr viel Geld dafür. Und wenn Sie sich eben anschauen, ob das auch im Ölbereich ist oder wo auch immer, die Chinesen sind intensivst unterwegs. Und was den einen oder anderen aufregen mag, ich nehme es einfach mal so hin, ja, dass in Ländern, es gibt auch Beispiele aus Afghanistan, aber hier aus dem Irak, dass sei es eine Befreiung gewesen oder nicht, kann man sich lange darüber streiten. Aber die, die dort auch ihre Soldaten gelassen haben, nicht die sind, die unbedingt hinterher davon profitieren. Wie man hier sieht, die Chinesen kaufen sich dort ein und beuten entsprechend dann das Ganze aus. Geld- und Menschenrechte werden hier in der Regel nicht so explizit berücksichtigt. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht völlig schlecht reden, denn wenn man sieht, was die Chinesen in Afrika machen, für das Land ist es häufig ein sehr, sehr großer Fortschritt. Allerdings ist dann den Chinesen völlig egal, wer da gerade an der Regierung sitzt und wie viel Geld der sich persönlich einsteckt. Auf der anderen Seite, mit unseren Entwicklungshilfeprojekten ist es meistens in Form von Bargeld ohnehin so gewesen, dass die dann ihre Konten auf den Bahamas gefüllt haben. Und da kann man doch sagen, wenn die Chinesen da Straßen und Schulen bauen, ist das eigentlich die bessere Alternative, leider für aus unserer Sicht vielleicht. Ja, hier ist das nochmal aufgeführt, Sie können das gerne dann nochmal nachlesen. Ist auch nochmal eine Internetseite angegeben, die das Ganze nochmal aufführt. Und ich verfolge, das sind einige Beispiele jetzt gewesen von 2010. Es reißt nicht ab. Ja? Das ist also eine Grundstrategie, die da gefahren wird. Das ist unheimlich clever, das ist gut aufgesetzt. Es geht sogar so weit, dass in den USA selber Investitionen in dem Zusammenhang getätigt werden. Also der Rohstoffsektor, ein riesengroßes Thema und ganz besonders ein riesengroßes Thema, seltene Erden.